Lieben, heute ist wieder Follow Me Around Time. Ein Vlog wird es heute geben. Wir dekorieren nämlich und ihr habt euch dieses Video gewünscht. Allerdings ist es jetzt schon ziemlich spät für mich. Es ist nämlich 10:45 und ich muss in die Küche zum Kochen. Ihr wisst, mein Mann hat nur kurz Mittagspause und er steht jetzt gleich schon da und fragt mich, was ich gekocht habe. Ich nehme euch mit. Auf Snapchat zeige ich nämlich jeden Tag, was ich koche. Und ihr fragt mich immer wieder, ob ich das nicht mal in einem Video festhalten könnte. Heute wird es was besonders Schnelles geben, aber es ist super lecker. Also ihr müsst es unbedingt mal nachmachen. Hier ist mein Haarband. Ich mache mir jetzt mal meine Haare zusammen und heute Mittag werde ich noch schöne Pakete fertig machen meiner Verlosung und zwar meiner Snapchat-Verlosung. Hier sind die Produkte, ist allerdings nur ein Teil davon. Hier habe ich jetzt noch die Produkte von Astor und zwar hatte ich das in meinem letzten Video. Das kann ich euch mal unten in der Infobox verlinken. Könnt ihr mal vorbeischauen, könnt ihr auf jeden Fall noch mitmachen, wenn ihr das gewinnen wollt. Und wir dekorieren heute. Ich warte auf den Alessandro, dass er dann von der Schule kommt. Er macht dann erst noch Hausaufgaben und isst zu Mittag und dann dekorieren wir unseren Baum und dieses Teil hier bei mir in meinem Esszimmer. Dazu gibt es dann auch noch eine kleine Geschichte, aber ihr wolltet sehen, wie ich das Haus dekoriere und deswegen nehme ich euch mit. Jetzt gehen wir aber erstmal in die Küche zum Kochen. So, also wir kochen jetzt zusammen und zwar hatte ich das Gericht auf Snapchat gemacht. An dem Tag hatte ich überhaupt nicht viel Zeit, genau wie heute. Und es geht so, so easy. Ganz viele haben dann aber gefragt, ob ich das nicht mal in einem Video zeigen könnte. Deswegen mache ich das natürlich heute. Aber wie gesagt, es geht so, so schnell. So. Genau, mach mal Würfelchen. Eigentlich gehört Schinken rein in dieses Rezept. Ich habe euch noch gar nicht erzählt, was ich überhaupt mache, ne? Und zwar mache ich diese Nudeln hier. Diese frische Nudeln und zwar mit Ricotta, Steinpilz, Mascarpone. Und hier ist schon Mascarpone, Sahne, frische Champignons. Und dann mache ich natürlich noch einen Salat dazu. Ganz klar, Eisbergsalat habe ich noch im Kühlschrank. Schinken gehört eigentlich rein. Aber ich habe jetzt keinen gekauft gehabt, das hatte ich total vergessen. Und deswegen habe ich jetzt einfach Speck genommen. Speck ohne Fett. So, jetzt fange ich das Heulen an. Wunderbar, ich hasse es. Also, das kommt jetzt alles in die Pfanne. Hier seht ihr die Pfanne. Das kommt jetzt hier rein. Muss ich natürlich noch anmachen. So, genau. So, los geht's. Na? So, okay. Und jetzt lassen wir das Ganze mal schön andünsten. So. So sieht es jetzt aus. Und jetzt schneide ich die Champignons. Und rein damit. In der Zwischenzeit habe ich jetzt mal meinen Salat gewaschen, Eisberg und Rucola. Habe hier einen Topf noch hingestellt und bringe Wasser zum Kochen. Habe schon Salz rein und jetzt schneide ich ein paar Kirschtomaten. Und zwar brauche ich die zum einen für meinen Salat und für meine Nudeln. Und Gurke darf in meinem Salat auch nicht fehlen. Schneide ich mir jetzt auch noch zurecht. Ich habe die gewaschen. Und deshalb lasse ich die Schale dran. Und Paprika darf bei mir natürlich im Salat auch nicht fehlen. Ich muss jetzt gerade so lachen, weil mein Mann mir ständig in mein Video hier reinredet. Er bummt quasi mein Video. So, das Wasser kocht schon. Könnt ihr vielleicht schon hören. Geht ganz schnell. Und die Nudeln, die dürfen ja auch nur 2 Minuten in das kochende Wasser. Vor allen Dingen, weil ich sie ja dann nochmal in die Pfanne reingebe, ja, damit sich das alles schön vermischt und deswegen dürfen die nicht so lange ins Wasser, weil ich möchte ja gern al dente essen, ne? Und jetzt kommt Mascarpone noch rein und Sahne. Ja, sind ja bald Feiertage, ne? Da achten wir jetzt nicht so drauf. Das Ganze lasse ich jetzt aufkochen. Ich würze es aber erst noch mit Salz und frischem Pfeffer. Wenn ihr möchtet, könnt ihr noch Brühe reinmachen. Mache ich auch. Und kümmere mich jetzt aber in der Zwischenzeit dann noch um das Dressing für meinen Salat. Jetzt kommen wir zu meinem Salatdressing. Da haben mich ganz viele danach gefragt, ob ich das mal zeigen könnte. Und zwar hebe ich immer diese Gläschen hier auf. Und da mache ich jetzt mein Dressing rein. Also erstmal kommt Balsamico. Ich mache das übrigens nach Augenmaß, ne? Ich habe ja schon oft genug Salat gemacht. Zu jedem Essen gibt es ja bei uns Salat. Das ist Olivenöl von meinen Eltern aus Italien. So. Die füllen mir das immer in so Kanister.
ganz frischen Pfeffer, ein wenig Senf, so, und jetzt kommt ein bisschen Marmelade. Ja, und Salz kommt natürlich auch noch rein. So. Ja. Noch ein bisschen. So, eine Prise Salz. Jetzt wird das Ganze ganz, ganz kräftig durchgeschüttelt. Es gibt übrigens bald noch ein Video. Da habe ich Sahnegeschnetzeltes gemacht. Und da seht ihr dann auch den Salat. So, kräftig, kräftig schütteln. Schütteln, schütteln, schütteln. Ganz fest schütteln. Das tue ich mal ein bisschen weg, weil das hier ein bisschen mit Gemüsesaft ist. So, schütteln. Macht ihr das Ganze auf. Und dann gebt ihr euch das über euren Salat. Lecker. Ich habe jetzt Parmesan frisch gerieben, hier mit meiner Reibe. Basilikum habe ich schon mal geschnitten. Hier ist der Salat. Hier kocht das Wasser. Mal Zwiebeln rein. So, und hier köchelt schon die Soße. 2 Minuten sind rum, jetzt hole ich mir die Nudeln raus und gebe die jetzt hier nochmal rein, damit ich die hier nochmal aufkochen lassen kann, weil ich da jetzt nochmal Parmesan drüber gebe. So, lecker Parmesan drüber. Und wie gesagt, jetzt lasst ihr das Ganze nochmal aufkochen. Und dann wird's angerichtet. So, ich habe jetzt angerichtet, wie ihr sehen könnt. Parmesan darf natürlich nicht fehlen. Basilikumblätter und die Kirschtomaten, die ich vorhin zurechtgeschnitten habe. In kurzer Zeit könnt ihr da wirklich ein ganz, ganz tolles Gericht zaubern. Hier ist jetzt noch der Salat. Rote Beete-Salat habe ich noch von gestern. Der durfte jetzt auch nicht fehlen. Und wir lassen es uns jetzt schmecken. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Der Alessandro, der macht jetzt Hausaufgaben. Ja. Und zwar muss er einen Aufsatz schreiben. Also 3 Sätze waren schon vorgegeben und jetzt muss er die Geschichte weitererzählen. Und wir machen jetzt dann noch Plätzchenteig, bevor wir dekorieren, damit der erst nochmal in den Kühlschrank kann, der Teig. Der Lassie isst jetzt aber erst noch und dann machen wir weiter. Ne? Ja. Soll ich den Teig alleine machen oder willst du mir helfen? Helfen. War ja klar. Okay, also wir machen hier weiter und dann machen wir Plätzchenteig. Also wir brauchen 250 Gramm Mehl. Okay. Dann rein damit. Der Lassie hilft mir jetzt. Super. Ein bisschen noch? Ja. Stopp. Ja. 120 Gramm Butter. Jawohl. Ein bisschen. Noch ein bisschen, genau. Die 2 kleinen Strichchen sind. Genau. Oh, das ist zu viel. Nee, sind genau 2 Striche, schau. Okay. Und das Mehl, das muss man eigentlich vorher sieben. Aber wir waren jetzt zu faul, ne? Ja. So, dann brauchen wir ein Ei. Das mache ich rein. Und du kannst schon mal die 2 Vanillezucker reinmachen. Okay. Bitte schön. Sehr. Und dann musst du es verrühren. Okay. Aber erst auf leichte Stufe, gell? Ja. Mach erst auf leichte Stufe. So. Voilà. Wäre der andere Behälter besser gewesen, ne? Ja. Ist ein bisschen zu klein. Ja. Und hier kannst du auch rausspritzen. Mhm. Die Mama hat ja den mit dem Schutz. Okay, let's go. Freust du dich schon auf die Plätzchen? Ja. Das Ausstechen ist immer das Schönste, oder? Ja. So, der Teig ist fertig. Drauf und schön einwickeln, damit er in den Kühlschrank kann. Super machst du das. Ja. Sehr gut. Warte, wir machen es so. Macht die Mama dir das hier ab. Jetzt kommt dein Kühlschrank und wir dekorieren. Ja. Wir starten jetzt mal mit meiner Riesenlampe. Da ist sie. Mein Mann hat mir vorhin schon die Leiter hochgetragen, weil die einfach zu schwer ist. Und ich muss da jetzt hoch und das Teil dekorieren. Jetzt gehe ich aber erstmal runter und hole die Kugeln dazu. Hoffentlich hilft mir der Max. Drückt mir mal die Daumen. The wonders of life got the prettiest sight for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying.
So, hier an die Treppe mache ich immer so Engel. Eigentlich hatte ich dieses Jahr gedacht, mal so eine Girlande noch dazu zu machen, aber das passt gar nicht. Deswegen lasse ich es jetzt so. Ein Adventsgesteck habe ich euch ja schon gezeigt. Ich bin total glücklich mit diesen pinken Herzen. Ich stehe ja voll auf Pink. Deshalb war ich auch so glücklich über meinen Adventskalender von L'Oreal, der passend dazu ist. Hier sind noch ein paar Produkte, die im Kalender enthalten waren. Die teste ich ja noch. Und hier habe ich jetzt noch meine zwei pinke Orchideen. Und ich finde, das passt einfach super zusammen. Tada! Nichts als die Wahrheit. So sieht's aus. Wir dekorieren gerade unseren Baum. Habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Ich mache die Lichterkette dran und da lässt ihr die restlichen Kugeln. Gestern hatten wir ja schon angefangen, habt ihr ja wahrscheinlich schon gesehen im Video. Aber dann musste ich auf die Arbeit. So wie heute auch, aber ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir backen ja dann noch. Ja, Plätzchen. Lassie. Ja, wir backen noch Plätzchen. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Echt? Das wird ein schön lecker. Übrigens kommt bei uns immer, jedes Jahr ein echter Baum ins Haus. Jedes Jahr. Der Geruch, das ist einfach unbezahlbar. Wenn hier die Schiebetüren zu sind und wir die dann aufmachen, es ist so, so herrlich. Überhaupt, wenn man hochkommt und es riecht. Also, was hat der jetzt gekostet, Lassie? Weißt du das noch? Mhm. Ich habe ihn ja mit Lassie ausgesucht. Nicht. Weißt du noch, was wir bezahlt haben? Mhm. Weißt du nicht mehr? Nee. Ich glaube, wir haben 50 Euro bezahlt. Seht ihr mich überhaupt noch? Ich glaube nicht. Ja, und jedes Jahr kaufen wir einen neuen. Wir haben ja hier, also die Decke, die ist 2,60 Meter hoch. Und dieses Jahr ist der Baum ein bisschen zu kurz geraten. Leider. Mhm. Ja, ich habe dem Verkäufer extra gesagt, dass ich einen hohen möchte, aber die waren dann hier alle so kahl. Das hat mir gar nicht gut gefallen, ne, Lassie? Ja, es hat oben schon auch viele Zweige. Ja, da muss oben auch viele Zweige haben. Und der war so mit am schönsten, der ist schön buschig. Ja, und der riecht gut. Ich bin froh, dass er. Mhm. Das ist auch so ein richtig dunkles Schwarz. Ja. Sieht gut aus. Übrigens steht hier eigentlich das Sofa. Aber immer zur Weihnachtszeit stellen wir das Sofa hier rüber und den Tannenbaum hier hin, damit er eben vor dieser Glasfassade ist. Und von unten sieht es dann richtig schön aus abends, wenn ich von der Arbeit komme und der Baum so toll beleuchtet ist. Aber ich liebe das voll. Kommst du hin, Schatz? Ja, einfach so. Soll ich die Leiter holen? Sieht es so gut aus von Weitem? Wir müssen das dann eh noch ein bisschen korrigieren. Ich lege sie ja jetzt hier drauf. Sagst du mir dann, wo es nicht so gut aussieht? Ja, unten ist halt wenig. Unten? Ja, ich kann noch mal runtergehen. Ich habe ja da noch ein Stück. Aber in der Mitte ist noch gut. Ja? Ja. Okay. Will ich mir noch schnell was für draußen machen, und zwar für meinen Hauseingang. Ich habe das Glas jetzt noch mal schnell gespült. Hier habe ich so Schnee. Dann kommt der Kranz außenrum, hier ein paar Kugeln und eine Kerze. Und mein Putzeimer da hinten steht auch schon bereit, falls ich jetzt Sauerei mache. Und ich hole euch gleich noch mal dazu, wenn es dann soweit fertig ist. Fast fertig, so sieht es jetzt aus, und ich habe ja gewusst, dass ich Sauerei machen werde. Hier noch ein kleiner Trick, und zwar ist es noch die Abdeckung vom letzten Jahr. Das ist ein Deckel von einer Spielzeugkiste und da mache ich jetzt neue Alufolie drauf und dann kommt es als Abdeckung für meinen Blumenkübel drauf. Das zeige ich euch jetzt, damit ihr es besser verstehen könnt. Und das ist der Blumenkübel, den ich gemeint habe. Der sieht jetzt natürlich, also die Blumen darin sehen jetzt nicht mehr so fresh aus. Deshalb mache ich das jetzt runter, mache die Abdeckung drauf und dann kommt die Deko drauf. Damit ihr es euch besser vorstellen könnt, so sieht es jetzt aus, und jetzt hole ich die Vase. So sieht es jetzt fertig aus. Mir gefällt es total gut und es ist jetzt eben an unserer Eingangstür. So, den Rest dekoriere ich morgen weiter. Ich hatte ja noch diese Teilchen hier gekauft. Und zwar ist das so eine Lichterkette, die von der Decke runterhängt. Da wollte ich noch Kugeln dann dran machen, also in die Decke rein und runterhängen lassen. Das ist von Depot, aber ich schaffe das jetzt nicht mehr. Ich gehe nämlich jetzt lieber Plätzchen backen, weil ich ja dann wieder los muss ins Büro. Und hier auf dem Tisch liegen auch noch ein paar Sachen. Das ist jetzt alles ein bisschen zu viel an einem Tag, das alles zu dekorieren. Wenn ihr möchtet, zeige ich euch das in meinem nächsten Video. Und ich backe jetzt lieber Plätzchen mit meinen Mäusen. Hier hinter mir ist noch der Staubsauger, weil ja hier eine Kugel runtergefallen ist. Und da ist noch das ganze Zeug, das ich wegschicken muss. Das mache ich dann heute Abend nach der Arbeit und bringe es dann morgen zur Post. Jetzt werden aber Plätzchen gebacken. Und hier unter mir ist noch die Leiter. Die seht ihr gerade nicht, die ich gebraucht habe für das Fenster. So, wir fangen jetzt das Backen an. Ja. Jeder bekommt ein Stück. Ihr müsst euch dann so kleine Kreise machen und dann draufstempeln. Ja. Wisst ihr ja noch vom letzten Jahr, oder? Ja. Da wirklich, das gehört dir.
So. Übrigens, falls ihr uns sehen wollt, am Samstag, also diesen Samstag, sind wir in Frankfurt auf der Zeil. Ja. Um 16 Uhr können wir uns treffen bei Starbucks. Und dann laufen wir ein bisschen rum auf der Zeil und unterhalten uns mit euch. Nina Kutschella wird dabei sein. Kennt ihr mit Sicherheit alle. Sie hat ja jetzt auch einen Zweitkanal. Oh Gott, diese Familie heißt ja richtig cool. Gibt es jeden Tag Vlogs. Und die liebe Yvette wird dabei sein vom Kanal Einfach Yvette. Also, wenn ihr uns sehen wollt, dann kommt auf jeden Fall vorbei. Schau mal. Bei mir wird es nichts. Du musst es ein bisschen größer machen, mein Schatz. Echt? Ein bisschen größer. Ja. So? Mhm. Ja, so. So, genau. Fest, runter. Du musst von oben so runter. Genau. Von oben ein bisschen runter drücken. Mal schau, jetzt ist es hier ein bisschen zu dick. Schau mal. So, jetzt, genau. Der wird ja riesig. Ja. Aber lecker. Ich hole mal das Rost. Schau mal, du kannst es schon mal schön aufheben. Leg's hier so drauf. Und hier. Meiner. So. Lecker. Und Lassie, wie weit bist du? Soll ich dir die Kugeln machen? Ja, das geht nicht. Dann mache ich dir die Kugeln und du drückst dann einfach mit deinem Stempel drauf. So, schau. So. Und das machst du dir mal so ein bisschen hinter. So kann man nicht arbeiten. So? So. Mhm. Ne, das war jetzt zu klein. So, fest drauf. Genau. Super. Ja, ist doch schön. Ja. Warte, ich mach's, dass er nicht kaputt geht. So. Ich versuche es nochmal. Ja, Lucky, okay. Von oben. Guck mal, dass du von oben mit Druck drauf. Genau. Super. Sehr gut. Sehr gut. So, hier ist die nächste Kugel für dich. Ja, super, Lucky. Macht das Spaß? Ja. So? Na, das ist ein bisschen zu klein. Guck mal, so ungefähr in der Größe müssen sie sein. Okay. So ist fast ein bisschen zu groß. Genau. Jawohl. Sehr schön. Ja, gut, Lucky. So. Ah, der ist schön. Ja. Der ist schön. Gut aus. Ja, auch schön geworden. Kenn ich auch. Gut. So. Ja, das waren schon unsere Kekse. Jetzt kommen wir ab in den Ofen. Ging jetzt total schnell. Und dann lassen wir uns schmecken. Ja. Unsere Plätzchen sind fertig. Wow, die schauen so lecker aus. Lassie, guck mal. Total lecker sehen die aus. Ah, ich freue mich schon, einen zu probieren. Du auch? Ja, lecker. Meine Lieben, ich hoffe, dass euch mein Vlog gefallen hat. Lasst es euch gut gehen, genießt die Vorweihnachtszeit. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen und bis dann. Alles Gute. Ciao.